Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Jetzt machen wir weiter, inshallah, mit der Sira, mit der Biografie unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Beim letzten Mal haben wir, liebe Geschwister, wir haben zwei Sachen angesprochen. Erstens einmal, die Quraysh haben gesehen, beziehungsweise die Mushrikun von Makkah, sie haben gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Leute, die sind sehr standhaft und die lassen nicht locker. Die bleiben bei ihrer Religion strikt und denen ist völlig egal, was passiert. Aber wenn sie auswandern müssen, wandern sie aus. Wenn sie manche gequält werden, sie bleiben trotzdem beim Islam. Und töten wollten sie ihre eigenen Sklaven ja auch nicht, weil wenn sie sie getötet haben, dann haben sie ihr eigenes Vermögen sozusagen verpulvert. Das ist ja Blödsinn. Ja? Deswegen wollten sie eigentlich nur quälen, bis sie aufgeben. Aber die haben nicht aufgegeben. Also haben sie irgendwann mal aufgehört zu quälen, weil es bringt nichts. Und dann haben sie angefangen, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verhandeln. Und diese Verhandlungen, haben wir gesagt, sind gescheitert. Weil sie haben den Abu Talib geschickt, den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und sie haben zu ihm gesagt, red mal bitte mit deinem Neffen, und das geht überhaupt nicht hier. Der beleidigt unsere Götter und der stört uns in unserer eigenen Moschee. Und dann hat er mit ihm diskutiert. Hat Abu Talib es ihm gesagt, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat er ihm gesagt, ich werde niemals davon ablassen, von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala, womit er mich beauftragt hat. Ich bin geboren als Muslim und Allah hat mich erwählt, damit ich das, was er von oben zu mir gibt, den Leuten weitergebe. Und das ist meine Aufgabe. Wenn ich das nicht mache, dann verdiene ich es nicht zu leben. Also muss ich das machen, bis ich sterbe. Und deswegen hat der Abu Talib diese Entschlossenheit gesehen und hat zu den Leuten gesagt, Er hat die Wahrheit gesprochen, er wird dabei bleiben, ich kann nichts daran ändern, geht wieder nach Hause. Dann haben die Quraysh, das haben wir auch letztes Mal angefangen zu sprechen, sie haben angefangen dann zu sagen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn dieser Mann, Muhammad ibn Abdullah, wirklich ein Gesandter Gottes ist, dann soll er bitte seine Beweise bringen. Und dann haben sie eben gesagt, bring Wunder. Und über das eine Wunder hatten wir letztes Mal schon gesprochen, es geht um das Wunder mit dem As-Safa, dem Bergchen As-Safa bei der Kaaba, dass er ihn in Gold umwandeln soll. Das war das Letzte, was wir besprochen hatten. Das Zweite ist, die Reihenfolge ist jetzt nicht entscheidend, aber eine zweite Sache, die sie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt hatten, war die Mondspaltung. Spaltung des Mondes. Und darüber hat Allah subhanahu wa ta'ala sogar im Koran berichtet. Und darüber hat auch gibt es auch Überlieferungen in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, erstens einmal gibt es folgende Überlieferung Sahih al-Bukhari, die ich euch einfach so vorlesen möchte. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu sagte, dass die Leute von Mekka, die Bewohner von Mekka, haben den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darum gebeten, dass er ihnen ein Zeichen gibt, ein Wunder gibt. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gezeigt, wie der Mond sich in zwei Teile geteilt hat. Sodass sie sogar gesehen haben, wie die eine Hälfte ist an der einen Seite, dazwischen ist Jabal Hira oder Jabal An-Nur und die andere Hälfte ist auf der anderen Seite. Das heißt, deutlich konnte man den Berg Hira, da wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam erstmal die Offenbarung bekommen hat, sehen zwischen den beiden Mondhälften. Und diese Sache hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran aufgenommen und Allah sagte in Surat Al-Qamar, die Sura heißt Al-Qamar, Qamar ist der Mond. Ja. In der 54. Sura sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, näher ist die Stunde des Gerichtes gekommen und gespalten hat sich der Mond. Und wenn sie ein Zeichen sehen, wenden sie sich ab und sagen fortdauernde Zauberei. Und sie erklärten es für Lüge und folgen ihren Neigungen. Doch jede Angelegenheit ist festgesetzt. Zu ihnen ist doch von den Berichten gekommen, was reichliche Verweisung enthält, eine durchdringende Weisheit, aber was nützen da die Warnungen? So kehre dich von ihnen ab. Diese Ayat, und gehen noch weiter, sind in Bezug auf dieses Ereignis herabgesandt worden. Und liebe Geschwister, das ist eben der Punkt. Wenn du mit jemandem diskutierst, egal um was es geht, ist es
ein Christ, ein Jude, ein Buddhist oder was auch immer. Und er möchte die Wahrheit erfahren. Und du gibst ihm etwas und zeigst ihm, was die Wahrheit ist. Musst du immer gucken, ist diese Person wirklich an der Wahrheit interessiert oder geht es ihr nur um eine sinnlose Diskussion, die die Zeit verschwendet. Und er will eigentlich bei seinem Standpunkt festhalten. Und er will eigentlich dir zeigen, dass du falsch bist, egal wie. Auch koste es, was es wolle. Und es geht ihm nicht um Al-Haq, es geht ihm nicht um die Wahrheit. Ja? Dann sollte man einfach sich von der Person abwenden und seine Zeit nicht verschwenden. Denn Allah sagte im Koran, in Surat Al-Baqarah, dass wahrlich diejenigen, die ungläubig sind, gleich ist es in Bezug auf sie, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. Diese Ayah ist gemeint, es gibt manche Kuffar, es gibt manche Nicht-Muslime, es gibt manche ungläubige Menschen, die, egal ob du sie warnst oder nicht warnst, egal ob du sie vom Islam versuchst zu überzeugen oder nicht, sie werden in diesem Weg bleiben, wo sie sich gerade befinden. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, du sollst nicht deine gesamte Lebenszeit opfern wegen einer Person. Oder zwei oder drei. Weil es geht, kann sein, er wird das niemals. Kann sein, Allah hat schon geschrieben, dass diese Person niemals den Islam annehmen wird. Stellt euch mal vor, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte sein ganzes Leben lang verbracht mit Da'wah mit Abu Talib. Ja? Oder mit Abu Lahab. Oder mit wem auch immer. Allah wusste schon, dass sie als Ungläubige sterben werden. Das heißt, er hätte seine Zeit verschwendet. Weil auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als sein Onkel gestorben ist, Abu Talib, was hat Allah im Koran gesagt? إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ. Das heißt, du leitest nicht recht, wenn du willst, sondern Allah leitet recht, wenn er will. Fertig. Oder du leitest nicht recht, wenn du liebst, sondern Allah leitet recht, wenn er will. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, muss man immer darauf achten, ob die Person wirklich da die Wahrheit wissen will oder nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist auf der Erde in Mekka und zeigt auf den Mond und der Mond teilt sich in zwei Teile. Was sagen Sie? Zauberei. Das Argument Zauberei ist ein Argument für Leute, die nicht wissen, was Zauberei ist. Weil die Leute, die wirklich wissen, was Zauberei ist, sie würden das nicht sagen. Und das beste Beispiel ist Musa alayhi salatu wassalam mit den Pharao, wo sie die Zauberer vom Pharao, sie haben ihre Stöcke geschmissen und dann sah es so aus, als würden sie sich bewegen. Das war Zauberei. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Letztes Mal, liebe Geschwister, als wir über die Sira gesprochen haben, waren wir dabei stehen geblieben, dass die Kuffar von Quraysh, sie haben bestimmte Wunder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt. Und das eine Wunder, was wir erwähnt hatten, war über die Spaltung des Mondes. Die Spaltung des Mondes, die sich zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ereignet hat. Und Allah hat darüber eine ganze Sura abgesandt, Surat Al-Qamar. Ja? Surat Al-Qamar, Surat Al-Rahman. Und sie haben natürlich, du kannst jedes Wunder, was jemand dir zeigt, haben wir gesagt, kannst du natürlich sagen, das ist einfach Zauberei. Weil wenn du etwas nicht weißt, was es ist, dann gibst du ihm einen Begriff für etwas, was du auch nicht weißt, was es ist. Und fertig. Und ihr wisst ja, manche Leute, die können gut reden. Die sagen, die reden und reden und reden und man weiß eigentlich gar nicht, was sie genau gemeint haben. Das ist manchmal in der Politik findet man das manchmal. Ja. Und warum? Weil man weiß eigentlich gar nicht, was man sagt. Deswegen tut man so, als würde man es wissen. Und auch die Leute, wie gesagt haben, sie haben gesagt, das, was der Prophet gemacht hat, ist Zauberei. Sie haben also gesagt, er hat unsere Augen verzaubert. Wir haben gesehen, wie der Mond sich gespalten hat. In Wirklichkeit hat er sich gar nicht gespalten. Nur diese Zauberei funktioniert ja vielleicht, wenn überhaupt, dann in Bezug auf die Personen, die neben dir sind. Aber nicht auf eine ganze Stadt und nicht auf eine ganze Umgebung. Und deswegen, liebe Geschwister, war das einfach nur Unfug. Und die Leute, die wirklich wissen, was Zauberei ist, die haben natürlich so etwas nicht behauptet. Dann, liebe Geschwister, hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon erwähnt, nur erwähne ich das noch einmal kurz,
Sie haben dann gemerkt, versuchen wir irgendwie einen anderen Kompromiss zu finden mit den Muslimen. Die Muslime, die machen Widerstand und die haben auch gesagt, guck mal, diese Muslime, sie brechen den Kontakt zu ihren eigenen Verwandten und sie machen Unruhe und sie bringen nur Streit in den Familien. Ja? Und tatsächlich gab es Streit, der passiert in der Familie, logisch, weil die einen haben den Islam angenommen, das waren die Vernünftigen, und die anderen, die haben darauf beharrt, die Steine anzubeten und Datteln und was auch immer. Und deswegen, liebe Geschwister, gab es tatsächlich Streit und wurde ausgelöst. Deswegen haben sie gesagt, wir haben eine neue Idee. Am besten wir schlagen Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor, dass wir beten seinen Gott ein Jahr lang an und dann beten die Muslime und er beten dann unsere Götter auch ein Jahr lang an. Jeder mal ein Jahr. Und dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, dass das einfach Selbstbetrug ist. Weil wenn du schon Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, erst einmal von deren Sicht aus, wenn du schon Allah anbetest und du glaubst, und das haben sie geglaubt, dass Allah der Schöpfer ist, dass Allah der ist, der uns versorgt, und dass Allah der Einzige ist, der zu allem imstande ist, dann warum beten sie dann überhaupt noch die anderen Götter an, wenn diese Steine und diese anderen Sachen auch Geschöpfe sind von Allah subhanahu wa ta'ala? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es widerspricht doch ihrem eigenen Glauben, wenn sie einmal ihren Göttern dienen und einmal nicht dienen. Die Muslime genauso. Wenn sie ein Jahr lang Allah anbeten als den Einzigen und dann ein Jahr nicht, ist doch ein Widerspruch. Deswegen ist es besser, wenn man gesagt hätte, jeder behält seine Religion, und so hat Allah das dann auch bestimmt. Allah sagte im Koran, ihr kennt die Surah Al-Kafirun, Allah sagte, sag, o ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, dem ihr dient, und ihr dient nicht dem, dem ich diene. Und am Ende der Surah sagte Allah, euch eure Religion und mir meine Religion. Punkt. In Sachen Religion macht man keine Kompromisse, sondern prinzipiell gilt, ich habe meine Religion und du hast deine Religion, und das ist kein Problem. Deswegen, ich feiere Eid, du feierst Weihnachten. Mach, was du willst, aber ich feiere nicht mit dir Weihnachten, nur damit ich dir gefalle. Oder damit du denkst, dass der Islam etwas, eine Religion ist, die offen ist für andere. Aber nur damit man sieht, andere feiern ja auch nicht mit den Muslimen Eid. Ja, also das habe ich auch noch nie gesehen. Deswegen, liebe Geschwister, jeder hat seine Religion und jeder ist verantwortlich für sich. Aber am Endeffekt, Allah subhanahu wa ta'ala wird nur die Muslime ins Paradies eingehen lassen. Aber dafür ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und wir können nicht mehr machen, als was die Leute eben dazu aufrufen und sie dazu einladen. Dann die Quraysh, liebe Geschwister, haben angefangen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und mit den Sahaba zu streiten. Und zwar, sie haben eine Ayah aus dem Koran gehört. Sie haben eine Ayah aus dem Koran gehört. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Al-Anbiya, Surah 21, Vers 98. Jetzt passt auf. Die Kuffar von Quraysh, an sie ist das gerichtet. Zumindest fühlen sie sich angesprochen. Sie hören. Die Ayah geht folgendermaßen. Gewiss, ihr und das, den ihr anstatt Allahs dient, seid Brennstoff der Hölle. Ihr werdet dahin hinabgehen. Ihr Quraysh, Kuffar Quraysh, und auch das, was ihr anbetet, auch die, die ihr anbetet, ihr werdet alle in die Hölle gehen. Daraufhin machten sich die Quraysh lustig. Die haben gesagt, ach so, das heißt, wir gehen in die Hölle und auch unsere falschen Götter. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Leute von Quraysh, der Prophet hat auch als zweite Aussage, O Leute von Quraysh, nichts Gutes ist in dem, was ihr neben Allah anbetet. Nichts Gutes, ihr habt keinen Vorteil davon. Nichts Gutes ist in dem, was ihr neben Allah anbetet.
Dann sagten die Quraysh als Antwort, nachdem sie die Ayah gehört haben und diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört haben, haben sie gesagt: Behauptest du nicht, dass Isa alaihi salatu wassalam, dass Isa ein Prophet war und ein Diener Allahs war und dass er ein rechtschaffener Diener Allahs war? Dann sagte der Prophet: Natürlich. Daraufhin sagten sie: Unsere Götter sind genauso. Unsere Götter sind genauso. Das heißt also, liebe Geschwister, als Allah zu ihnen sagte: Ihr und eure Götter, ihr werdet alle in die Hölle gehen, wollten sie sagen: Wir sind doch nicht, sind wir denn schlechter als Isa und seine Leute? Sind wir schlechter als Isa und seine Leute? Oder willst du damit sagen, dass Isa auch in die Hölle geht? Denn Isa wird auch angebetet, genauso wie die angebetet werden. Und Allah sagte über diese Sache, über dieses Ereignis im Koran, denn, hört mal genau zu, was Allah subhanahu wa ta'ala diesbezüglich im Koran zu sagen hat. In Surat Az-Zukhruf, das ist die Surat 43, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 57. Vers: Und als der Sohn Marias, als Beispiel angeführt wurde, also haben gesagt, das ist doch genauso wie unsere Götter, der Sohn von Maria, da brach dein Volk sogleich in Geschrei aus, oder in andere Lesart, da wandte sich dein Volk sogleich ab, und sie sagten: Sind unsere Götter besser oder er? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala das entscheidende Satz: Sie führten ihn dir nur zum Streiten an. Sie führten ihn dir nur zum Streiten an. Nein, vielmehr sind sie streitsüchtige Leute. Streitsüchtig. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, der genau weiß, was in ihren Herzen drin ist, er hat uns gesagt und offenbart, alhamdulillah, dass es geht ihnen nicht darum, dass sie etwas falsch verstanden haben. Die haben die Ayah nicht falsch verstanden, als Allah zu ihnen sagte: Ihr und eure Götter geht alle in die Hölle. Die haben das nicht falsch verstanden. Die haben genau gewusst, dass gemeint sind sie und diese Götter, die sie anbeten, weil sie haben das selbst hergestellt und diese Götter haben nicht gesagt, betet. Also sie wissen genau, dass damit nicht gemeint ist, ein rechtschaffener Mensch. Und sie vergleichen nicht, oder ihre Streitsucht hat gezeigt, dass sie in Wirklichkeit wollen sie sagen, Isa alayhi salatu wassalam, der Prophet und Gesandte und rechtschaffene Mensch, ist genauso wie diese falschen Götter und wie diese Steine, die sie selbst geschnitzt haben. Und das, sie wissen genau, dass das Unfug ist. Sie wissen genau, dass das Blödsinn ist. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, nein, vielmehr ist es ein streitsüchtiges Volk. Und das ist sehr wichtig, dass man das erkennt, wenn man mit anderen Leuten redet über seine Religion und Da'wah macht und sie einlädt zum Islam, dass es Leute gibt, die diskutieren wollen, weil sie gerne diskutieren und nicht, weil sie unbedingt die Wahrheit erfahren möchten. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns in diesen Ayat, dass er sehr wohl weiß, was die Menschen im Innersten ihrer Brüste verbergen. Und auch zu ihrer Streitsucht gehört, dass sie zu den Juden gesagt haben, wir haben zu den Juden gesagt: Gibt uns irgendeine Frage, die wir ihm stellen können, um zu sehen, ob er sich wirklich gut auskennt. Und dann sagten sie zu ihm: Fragt ihn doch einfach nach der Seele. Fragt ihn einfach, er redet von der Seele. Und fragt ihn, was das ist. Natürlich, die Juden selbst, sie wissen nicht, was mit der Seele genau gemeint ist. Und sie selbst wissen, dass es das gibt. Aber sozusagen als Herausforderung und um die Kuffar von Quraysh gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu unterstützen, sagen sie zu ihm: Frag ihn doch einfach mal über die Seele. Wenn er ein wirklicher Prophet ist, wenn er ein wirklicher Gesandter ist, ein Nabi, ein Rasul, dann wird er wissen, was die Seele ist. Und das ist Quatsch. Das ist ein falscher Maßstab. Wenn er das von Allah als Antwort bekommt, dann weiß er, was es ist. Das ist die Antwort. Aber ansonsten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er selbst, er weiß nur das, was Allah ihm offenbart. Und deswegen, ihr alle kennt das Ereignis in Surat Al-Kahf, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, bestimmte Fragen hat man ihm gestellt. Und hat er zu den Leuten gesagt: Morgen sage ich euch Bescheid.
Morgen sage ich euch Bescheid. Und dann hat er vergessen zu sagen, wenn Allah will. Wenn Allah will. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm keine Antwort gegeben am nächsten Tag. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich, man darf nicht sagen, Allah hat sich Zeit gelassen, weil für Allah subhanahu wa ta'ala Zeit, er hat die Zeit erschaffen. Ja? Aber in Bezug auf den Menschen, Allah hat den Menschen warten lassen. Und Allah hat gezeigt, dass er ist zu gar nichts verpflichtet. Allah subhanahu wa ta'ala, sogar er kann seinen Propheten einfach lassen. Fertig. Wer will dem Allah sagen, du musst doch deinen Propheten helfen? Wer will das sagen? Pflicht, wer will das Allah sagen? Wer will das Allah auferlegen? Als man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam seiner Frau etwas Schlimmes vorgeworfen hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lange Zeit, Tage, Nächte nicht ruhig war, nicht ruhig schlafen konnte und besorgt war, niemand hat es ist gesagt, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht eine Antwort gegeben? Der Prophet ist ein Mensch. Und seine Auszeichnung, sein Geschenk, was er von Allah bekommen hat, ist, dass ab und zu, wenn Allah will, teilt er ihm etwas mit, was Allah will. Punkt. Mensch. Ansonsten, dass man sich vorstellt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat irgendwie ein Sprachrohr, eine offene Leitung mit Allah subhanahu wa ta'ala 24 Stunden. Und egal, was er sagt, wird erhört, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch für den Propheten sallallahu alaihi wasallam eine wunderbare Sache gewesen, wenn Jibril alaihi salam ihn besucht hat und hat sich auch darüber gefreut und hat auch sogar gesagt, wie es in einer Überlieferung heißt, warum besuchst du mich nicht öfter? Warum kommt ihr nicht öfter zu mir? Natürlich ist es schön, wenn ein Engel dich jeden Tag besucht. Was Besseres kannst du dir nicht vorstellen. Aber kam die Ayah im Koran, Surat Maryam, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Wir kommen nur herab durch den Befehl deines Herrn. Das ist nicht unsere Sache. Wir kommen hoch, runter, wenn wir wollen oder wann du gerne hättest. Wir machen das, wenn Allah will. Wenn unser Schöpfer, wenn unser Gott das will. Und das nennt man auf Arabisch Ta'dib. Das heißt Zurechtweisung. Erziehung, liebe Geschwister. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, weil manche Leute sagen, wenn etwas Schlimmes passiert, eine Katastrophe passiert, ein Unglück passiert auf der Welt, dann sagen sie, ja, warum hat Gott nicht das und das und das gemacht? Warum hat Gott nicht das? Yani, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß das alles, dass das passiert. Und er wusste schon, dass es passiert, bevor es sich gegeben hat. Sogar noch genauer, er hat das sogar entschieden, dass es passieren soll. Subhanahu wa ta'ala. Wir wissen, dass Allahs Wille, die Gelehrten sagen, es gibt zwei Arten von Willen. Wir teilen, wenn Allah etwas sagt, er will etwas oder will etwas nicht, dann spricht man von zwei Arten von Willen. Einmal Al-Irada Al-Kawniya und einmal Al-Irada Al-Shar'iyya. Was bedeutet das? Das bedeutet, manchmal, wenn Allah sagt, er möchte etwas oder möchte etwas nicht, dann passiert es. Weil wenn Allah etwas bestimmt, fertig, passiert es. Er braucht nur sagen, sei, und dann ist es. وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ. Es gibt niemanden, der sein Urteil irgendwie abschwächen könnte oder zurückweisen könnte. Gibt es nicht. Aber manchmal, wenn Allah etwas sagt, dass er etwas will, dann passiert es nicht. Zum Beispiel, Allah sagte im Koran, O die ihr glaubt, dient eurem Herrn. Oder er sagte, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Wie viele Menschen von den Menschen fürchten ihren Herrn? Die meisten nicht. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass niemand Haram macht. Aber die meisten Menschen machen Haram. Deswegen, diese Willen nennt man von Allah den gesetzlichen Willen, Shar'iyya. Da geht es um Haram, Halal. Allah sagt, mach es nicht, aber er gibt dir die Wahl, es zu machen. Wenn du es machst, wirst du bestraft. Wenn du es nicht machst, wirst du belohnt. Das ist immer Shar'iyya. Kauniyya bedeutet, Allah bestimmt etwas und er fragt niemanden. Und er gibt niemandem die Wahl. Er hat dich erschaffen, so wie du bist. Er wollte, dass du so aussiehst, wie du bist. Du hast keine Wahl gehabt zu bestimmen. Du hast keine Wahl gehabt zu bestimmen, wer deine Eltern sind. Das geht gar nicht. Ja? Du kannst auch nicht bestimmen, wann du Kinder kriegst. Das geht nicht. Allah ist derjenige, der das für dich, den genauen Zeitpunkt bestimmt. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, man muss mit Allah subhanahu wa ta'ala anständig umgehen und wissen, wer er wirklich ist. Und Leute, die so etwas sagen, wie zum Beispiel, wie hätte Allah subhanahu wa ta'ala, warum hat er diese Sache zugelassen, warum hat er diese Katastrophe zugelassen? Das sind Leute, die über Allah subhanahu wa ta'ala nicht so denken, wie sie denken sollten. Sie schätzen Allah nicht nach seinem wahren Wert ein. Sie schätzen Allah nicht so ein, wie es ihm gebührt.
Seinen Wert kennen sie nicht, subhanahu wa ta'ala. Denn jemand, der so eine Aussage macht, er stellt in Wirklichkeit Allahs Allmacht in Frage oder nicht seine Allmacht, seine Allweisheit oder seine Gerechtigkeit. Und das sind die Schranken, die einem Muslim gesetzt worden sind. Wie dem auch sei, liebe Geschwister, nachdem die Kuffar haben die Juden gefragt, was sollen wir denn ihm fragen, damit wir herausfinden, ob er wirklich ein Prophet ist oder nicht, beziehungsweise damit wir ihn ein bisschen zeigen, dass er keine Ahnung hat. Da haben sie gesagt, frag ihn nach der Seele. Da haben sie den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt. Und was war seine Antwort? Er hat keine Antwort gehabt, sondern er musste abwarten, bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine Offenbarung gibt. Und die Offenbarung hat nicht erklärt, was die Seele ist. Warum? Weil wer sind diese Menschen, dass sie zu einem Menschen sagen, entweder du beantwortest uns die Frage, was Ruh ist, was eine Seele ist, oder wir glauben dir nicht. Dann glaubt eben nicht. Willst du Allah vorschreiben, was er macht? Allah sagt im Koran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Sie fragen dich nach der Seele, sprich, die Seele ist eine Sache meines Herrn. Punkt. Ist eine Angelegenheit meines Herrn. Geht euch nichts an. Und euch wurde vom Wissen nur wenig gegeben. Und so bleibt es dabei, dass wir glauben, dass die Seele eine Schöpfung Allahs ist und Teil von uns ist und in unserem Körper ist, solange wir leben. Und wenn wir sterben, verlässt diese Seele unseren Körper. Und wir werden mit Seele und Körper auferstehen, beides zusammen. Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Mi'raj bei Allah war mit Seele und Körper zusammen. Und danach werden wir ins Paradies gehen, inshallah, mit Seele und Körper zusammen. Daraufhin sagten sie, subhanallah, sie sagten, euch wurde vom Wissen nur wenig gegeben. Daraufhin sagten die Juden, uns wurde vom Wissen nur wenig gegeben. Uns wurde die Tora gegeben. Uns wurde die ganze Tora gegeben. Wie wir Koran haben, sie haben die Tora. Aber das wertvollste Buch ist der Koran, zweifellos. Uns, wir haben die ganze Tora gegeben. Wer die Tora hat, dem wurde viel Wissen gegeben. Sagen sie. Wer die Tora hat, dem wurde viel Wissen gegeben. Also auch wollen sie sagen, die Aussage stimmt nicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala antwortet auch diese Sache im Koran auf eine Art und Weise, die man als gläubiger Mensch niemals zurückweisen kann. Und zwar am Ende von Surat Al-Kahf, Surah 18, Vers 109, die vorletzte Ayah. Allah sagte, sag, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre. Wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrechen. Auf Deutsch nochmal ausgedrückt, das gesamte Meer, was wir haben, liebe Geschwister, und ihr wisst, das Meer von der Erdoberfläche ist der größte Teil. Ich erinnere mich an drei Viertel oder sowas. Also ein großer Teil, der größte Teil, drei Viertel ungefähr, Allahu A'lam, der Erdoberfläche ist Meereswasser. Nur ein Viertel davon ist Land. Dieses gesamte Meer, wenn das Tinte wäre und jemand würde aufschreiben, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm diktiert, Wort für Wort, das Meer würde alles leer sein. Und Allah würde immer noch Wissen dir geben können, Worte dir geben können, die du aufschreibst, Wissen, wovon du profitierst. Und selbst wenn wir noch einmal das gesamte Meer bringen würden mit Tinte. Also ein Ausdruck für Unendlichkeit. Ein Ausdruck für Allwissenheit. Ein Ausdruck dafür, dass das, was wir bekommen haben, die Juden, die Christen, die Muslime, wenn man das Wort sagen kann, weil eigentlich alle waren Muslime, die jeder dem einen Prophet gefolgt ist, die Leute die Isa gefolgt sind, die waren Muslime. Die Leute, die Moses gefolgt sind, die waren Muslime. Die Leute zur Zeit von Ibrahim gefolgt sind, waren Muslime. Genauso wie die Leute von Muhammad sind Muslime. Das gesamte Wissen, was wir bekommen haben, Taurah, Injil, Koran und die anderen Bücher, ist nichts im Vergleich zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen geben kann
wenn er ihnen etwas geben wollte. Dann, liebe Geschwister, haben die Götzendiener, auf Arabisch natürlich, das Wort heißt Mushrik. Mushrik, liebe Geschwister, das übersetzt sich manchmal als Götzendiener, manchmal als Polytheisten. Und in Wirklichkeit, das kommt vom arabischen Wort Leute, die Teilhaberei betreiben. Leute, die wortwörtlich bedeutet, oder religiös bedeutet, ist jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht sein vollkommenes Recht im Tawhid gibt. Das heißt, etwas, was Al-Tawhid bedeutet, grob gesagt, dass du Allah alles gibst, was ihm zusteht, alleine. Punkt. Und das Wesentlichste und Deutlichste ist die Ibadah. Das Gebet, das Fasten und so weiter und so fort, die Ibadat. Wenn du darin Allah subhanahu wa ta'ala einen Teilhaber machst, das heißt, einen Teil davon gibst du Allah und einen Teil davon machst du aufgrund von anderen Leuten, dann, das nennt man Shirk, nennt man Teilhaberei. Du teilst diese Ibadah auf, Teil für Allah, Teil für die anderen. Manche noch schlimmer, sie machen alles für andere Leute. Das nennt man Mushrik oder Shirk. Mushrik ist die Person, die so etwas macht. Sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgeworfen, liebe Geschwister, er würde den Koran von jemandem lernen, der kein Araber ist. Was heißt das? Auf Arabisch Ajam. Ajam oder Ajami ist jemand, der kein Araber ist. Okay? Und diese Aussage natürlich, sie ist zurückzuführen auf eine Überlieferung, wo es heißt, wenn sie überhaupt authentisch wäre, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einmal bei Leuten vorbeigegangen ist, die keine Araber gewesen sind, und die waren Christen. Die waren Christen. Und natürlich, manche Leute versuchen, solche Situationen, solche Ereignisse zu nehmen, hochzuspielen und zu sagen, dann sagen sie, ja, der Prophet war bei ihnen und hat von ihnen Tora gelernt und Evangelium gelernt und weiß nicht was. Und natürlich, diese Aussage, die steckt überhaupt nicht in dieser Überlieferung drin, sondern es heißt maximal, dass er bei ihnen vorbeigewegen ist und sie haben, wie gesagt, sie waren Christen und haben in ihren Büchern gelesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte das im Koran al-Karim, in der Surat al-Nahl, Surah 16, Vers 103. Und wir wissen sehr wohl, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl er subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl er nicht hier neben uns direkt ist und so weit weg ist von uns, subhanahu wa ta'ala, trotzdem sagt er, und wir wissen sehr wohl, dass sie sagen, es lehrt ihn nur ein menschliches Wesen. Da sagt Allah, die Sprache dessen, auf den sie hinweisen, ist eine fremde, während dies hier deutliche arabische Sprache ist. Aber das waren sogar Leute, die waren keine Araber. Und sie behaupten, der Prophet hat von ihnen das gelernt und hat dann den Koran auf Arabisch geschrieben. Und liebe Geschwister, der Koran, wie wir schon erfahren haben von diesem einen Mann aus Azd Shanua, der war beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und könnt ihr euch noch erinnern, wo einer kam nach Mekka und er hat erfahren, dass da ist jemand, der ist verrückt. Ein Besessener, vom Dschinn besessen. Und das war Quatsch, das war eine Lüge. Das haben sie über den Propheten gelogen. Ja? Und dann haben sie ihm gesagt, geh doch mal hin, mach mal Ruqya für ihn. Versuch ihn zu heilen, der arme Kerl. Und dann ging er hin und so. Und dann hat der Mann vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, wie ein Arzt sagt zu seinen Patienten, erzähl mal, was dein Leiden ist, was dein Problem ist. Und der Prophet hat angefangen zu sprechen, in Alhamdulillah, Ahmadu, wa sta'inu bihi, wa nastaghfiruh. Das ist alles so gut, Allah, wir loben ihn, wir lobpreisen ihn, wir bitten ihn um Vergebung. Wenn Allah recht leitet, der ist recht geleitet. Wenn Allah irre leitet, der ist irre geleitet. Ich bezeuge, dass es keinen Grund gibt, dass Allah, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Und so weiter. Und hat der Mann gemerkt, das ist kein Verrückter. Das ist kein Verrückter. Ich kenne mich aus, sagt er, mit Verrückten, aber das ist er nicht. Und ich weiß auch, was Zauberei ist, das ist nicht Zauberei. Und ich weiß auch, was Leute sagen, die besessen sind von einem Djinn. Und der Mann ist nicht besessen. So redet nicht jemand, der einen Djinn hat. Ja? Wie dem auch sei, das Gleiche ist mit dem Koran. Jemand, der den Koran
die arabische Sprache kennt, der weiß, dass dieses Buch ist nicht von einem Verrückten geschrieben, ist nicht von einer anderen Sprache übersetzt, sondern er weiß, dass der Sprecher von diesem Buch ist nicht der gleiche Sprecher wie die anderen Bücher, die geschrieben worden sind. Du brauchst nur, und das ist kein Aufruf, das zu machen, aber solltest du mal dir passieren, dass du einen Text liest, der aus der Bibel kommt, von dem behauptet wird, das ist Gottes Worte, vergleich das einmal, lies mal den Abschnitt, vergleich ihn mit dem Koran. Das ist einfach nicht das Gleiche. In der Bibel behauptet niemand, dass er der Sprecher ist, dass er Gott ist. Niemand. Ja, das, auch wenn die Christen das sagen. Aber die Bibel ist eindeutig, jemand hat das geschrieben für die Menschen. Als Überlieferung. Irgendwelche Fanatiker haben danach gesagt, das ist alles Gottes Wort. Aber das glauben nicht mal die Gelehrten selbst. Stimmt nicht. Ja. Also auch Wissenschaftler, stimmt nicht. Das ist einfach, weil der Autor selbst sagt, ich schreibe jetzt euch etwas hier, damit ihr wisst, was damals geschehen ist zur Zeit von Jesus. Und es ist nicht Gott, der spricht. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, das Buch Allahs, der Koran, ist anders. Und selbst wenn wir sagen, wenn wir sagen würden, ja, es könnte sein, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam vieles abgeschrieben hat von der Bibel, das ist ja ein Argument, was viele Orientalisten heutzutage haben, das sind übrigens die gleichen Argumente wie früher, das ist nicht irgendwie was Neues. Dann stellt sich die Frage, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann, liebe Geschwister, die ganzen Fehler, die in der Bibel sind, nicht auch mit kopiert? Also zum Beispiel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala oder wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Geschichten erzählt von zum Beispiel bleiben wir bei der Geschichte von Ibrahim und seinem Sohn Ismail, den er opfern sollte. Warum, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Surat As-Safat davon spricht, warum erzählt er dann, das ist die offensichtliche Bedeutung der Ayat, dass es sich um Ismail handelt? Und warum in der Bibel steht drin, dass es sich an einer Stelle heißt Ismail und an der anderen Stelle heißt es Ishaq? Warum? Warum hat er dann die eine Stelle genommen, nicht die andere? Ja? Wenn es um die Kreuzigung geht von Isa a.s. Warum hat der Prophet s.a.w. geleugnet, dass Isa gekreuzigt wurde? Also wie kommt man auf die Idee, ihr müsst euch mal vorstellen, wie kommt jemand, wenn er ein falscher Prophet ist, auf die Idee zu sagen, nein Leute, das ist damals, er ist nicht gekreuzigt worden, sondern Allah hat ihn zu sich lebendig erhoben und er wird am Ende der Zeit noch einmal runterkommen, getragen von Engeln in Damaskus. Also so etwas wird kein Mensch sagen, es sei denn, er hat das von Allah subhanahu wa ta'ala gesagt bekommen. Weil das ist ja für ihn sozusagen ein Schuss in den Ofen. Wenn sich irgendwann herausstellt, dass er falsch war, dann wird er, und die ganzen Ankündigungen, die er gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Es gibt auch andere Menschen heutzutage, die Ankündigungen machen, sie sagen irgendwie, das Ende der Welt tritt einem Jahr so und so und so und so und so und so, das alles vollkommener Quatsch, kann ja gar nicht sein, weil das Ende der Welt wird nicht passieren, bis nicht große Zeichen eintreffen, von denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Und ihr kennt die großen 10 Zeichen. Bevor das passiert, macht euch keine Sorgen, wird es keinen Weltkrieg geben, durch die Menschen sterben, es wird keine Naturkatastrophe geben, durch die Menschen sterben, es wird keinen Atomkrieg geben, durch die Menschen alle sterben, könnt ihr alles vergessen. Ja? Und das Ozonloch wird auch nicht so groß werden, dass alle Menschen sterben. Und all diese Geschichten sind Geschichten von 1001 Nacht, weil was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, das muss eines Tages eintreffen und es ist noch nicht eingetroffen, deswegen ist das also keine, braucht man sich da keine Sorgen machen. Anderes Beispiel ist wunderbar. Wir haben in der Bibel haben wir zwei Geschichten. Entschuldigung, zwei Abschnitte, wo erzählt wird, Isa a.s. Damit ende ich dann, inshallah, damit wir das vor Maghrib noch fertig sind. Isa a.s. über ihn wird in der Bibel im Matthäus und Lukas Evangelium wird gesprochen über seine Großväter. Über seine Großväter. Und dieses Beispiel erzähle ich öfter und gerne, weil es eines der schönsten Beispiele ist, die man überhaupt in diesem Zusammenhang, finde ich, erzählen kann. Und zwar wird erzählt, im Abschnitt, der Autor will zeigen, dass Jesus, a.s., ist von den Kindern Israels. Von dieser Abstammung. Israel ist Jakob, a.s. Jakob ist der Enkel von Ibrahim. Das heißt, wir haben oben Ibrahim, dann sein Sohn Ishaq, und dann sein Sohn Jakob. So. Und Jakob ist Israel. Okay? Und dann sein Sohn
Yusuf und die anderen. Okay? Und der Mann, der Autor, der will zeigen, dass diese Kette geht weiter und irgendwann kommt raus Jesus. So, deswegen sagt er, erzählt er den Namen, sagt, Ibrahim hat Ishaq gezeugt und Ishaq hat Jakob gezeugt und Jakob hat Josef gezeugt und der hat den gezeugt und der hat den gezeugt, 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 gezeugt. Das heißt Vater, Sohn, Vater, Sohn, Vater, Sohn. Die Anzahl, die da sind, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber sagen wir mal, die sind 20. 20 Personen, da kommt irgendwann Jesus, Alexander. Okay? So. Jetzt gucken wir im anderen Evangelium nach, von den Christen. Da ist das Gleiche. Der Autor will wieder sagen, Jesus kommt von den Kindern Israels. Ist ein Israelit. Weil ihr wisst, Isa a.s. wurde geschickt zu seinem Propheten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, mir wurden 5 Dinge gegeben, die keinem Propheten vor mir gegeben worden sind. Und eine Sache, die er gesagt hat, ist, die Propheten vor mir, die wurden immer geschickt zu einem bestimmten Volk. Und ich wurde geschickt zu allen Menschen. Sallallahu alaihi wa sallam. Und Jesus war von den Kindern Israels und wurde geschickt zu den Kindern Israels. Deswegen heißt es sogar in der Bibel eine Stelle, wo eine Frau zu ihm kommt und sagt zu ihm, ich möchte dir folgen. Und die Frau, dann hat er sich von ihm abgewandt, von ihr abgewandt. Er hat nicht auf sie geachtet. Er hat gesagt, nochmal, ich möchte dir folgen. Er sagt, nein. Er sagt nochmal, dann hat er zu ihr gesagt, ich bin nur geschickt worden zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Okay? Das heißt, Jesus, a.s. wusste genau, dass er nur geschickt ist zu dir. Und nicht zu allen Menschen, wie die Christen heutzutage sagen. Stimmt, ist falsch. Jetzt, die Anzahl bei der zweiten, beim zweiten Evangelium ist nicht die gleiche wie beim ersten. Wie geht das? Der zeugte den, der zeugte den, der zeugte, das ist der Vater von dem, 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 kommt Jesus. Zum Beispiel 20. Beim anderen sind zum Beispiel, vollkommen egal, sagen wir mal 15. Auch wenn es nur 19 oder 21, ihr behauptet, das ist Gottes Wort. Wenn da ein Fehler drin ist, wer garantiert mir, dass der Rest auch richtig ist? Wer garantiert mir? Niemand. Deswegen Allah sagt im Koran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Wollen Sie nicht über den Koran nachdenken? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Wenn er von jemandem anderes wäre, außer Allah, dann würden sie darin viele Unstimmigkeiten finden. Das ist ein Beweis. Das ist ein Beweis, wenn ein Buch, da sind Widersprüche drin, Fehler drin, das kann nicht von Allah sein. Fertig. Das ist die Anzahl, ist nicht die gleiche wie da. Das kann nicht sein. Der zeugte den, der zeugte den, das gibt es nicht. Noch eine zweite witzige Sache ist, die Namen sind nicht die gleichen. Aber da kann man sagen, auch machen wir 3 Augen zu. Weiß nicht, wie, machen 3 Augen zu, sagen wir alle Namen, die haben alle 2 Namen gehabt. Ja, zum Beispiel, du heißt Muhammad Ali, dann heißt du, wer ist es denn, da hat dann der eine Überlieferung heißt es Muhammad, den nächsten heißt es eben Ali. Ja, aber das ist natürlich Quatsch. Ja. Und das Witzigste von der Sache natürlich, was überhaupt ist, dass der Autor eigentlich gar nicht gezeigt hat, dass Jesus von Ibrahim ist. Das hat er überhaupt nicht mal gezeigt. Weil er hat gesagt, er hat ist die Kette runtergegangen, runter, der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. Und am Ende kommt raus Josef. Und Josef, nicht der Prophet Josef. Nein, Josef gemeint ist ein Mann, der zur Zeit von Jesus gelebt hat, von seiner Mutter, von Maria gelebt hat. Und sagen Sie, dieser Josef, sagen Sie jetzt, der war der Mann von Maria und Maria ist die Mutter von Jesus. Dieser Sprung, den habe ich nicht verstanden. Der Sprung von Josef auf Maria, das kennen wir nur aus den Geschichten der Christen, Josef und Maria. Aber diese Geschichte könnt ihr wegschmeißen. Ja? Also, weil derjenige, der dieses geschrieben hat, entweder hat überhaupt nicht verstanden, dass das Wunder bei Jesus war, dass er keinen Vater hatte. Also dass das Wunder überhaupt bei Christen und bei Muslimen war, ist über Jesus, dass Jesus geboren ist ohne Vater. Okay? Jetzt kommt jemand und sagt, und Maria, sie war die Frau von Josef und sie haben dann den... Das heißt also, du hast irgendwas nicht verstanden. Oder es ist ein Jude, der das geschrieben hat, weil die leugnen, dass Jesus keinen Vater hatte. Das heißt, es kann sein, der Autor wollte sagen, nee, das stimmt nicht. Jesus hat einen Vater gehabt. Also eins von beiden und beides ist absolut unhaltbar. Weil die waren eben nicht verheiratet zusammen. Fertig. Oder was will dieser Autor denn damit sagen? Damit beenden wir inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit.
Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.